Du kannst dich in der Weihnachtszeit in ausgefallenen Plätzchen-Variationen verlieren. Oder du backst diese super einfachen, aber unfassbar leckeren Traumstücke aus nur 6 Zutaten. Keine anderen Plätzchen haben wir so oft gebacken. Daher wissen wir ganz genau, wie du die zartesten Vanilleplätzchen aller Zeiten zauberst. Bleib dran und wir verraten es dir. Für den Teig vermengst du Mehl, Zucker und Vanillezucker in einer großen Schüssel. Dann kommen Butter, Wasser und 5 Eigelb dazu. Das Eiweiß lassen wir weg, so werden die Traumstücke besonders zart. Jetzt verknetest du einfach alle Zutaten zu einem glatten Teig. Wir nehmen dafür die Küchenmaschine zur Hand, mit einem Rührgerät oder von Hand klappt das natürlich genauso gut. Den fertigen Teig wickelst du in Folie und stellst ihn für 30 Minuten kalt. Dadurch lässt er sich im Anschluss besser weiterverarbeiten. Den gekühlten Teig teilst du in 3 Portionen und rollst jede zu einer Rolle mit 1-2 cm Durchmesser aus. Von der schneidest du 2-3 cm große Stücke ab, je nachdem, wie groß deine Plätzchen am Ende werden sollen. Die Teigstücke verteilst du schließlich auf 2 Backbleche und gibst sie in deinen Sensorbackofen der Serie 8. Wir verlassen uns dabei auf den Bosch Assist, denn dieser schlägt die passende Heizart, Temperatur und Dauer vor, mit der die Traumstücke herrlich saftig gelingen. Das Beste, mit 4D Heißluft kannst du bis zu 4 Bleche Plätzchen auf einmal backen. Mit bestem Ergebnis. Dann wendest du sie nur noch in reichlich Puderzucker. Schon ist dein Plätzchenvorrat wieder gefüllt. Einfacher geht's nicht, oder? Welches Plätzchenrezept gibt es bei dir jedes Jahr wieder? Schreib es uns in die Kommentare. Noch mehr Rezepte, die mit Bosch Assist gelingen, findest du auf unserem Kanal.